Freunde. Alles klar. Sehr schön, dann begrüße ich euch zur 38. Folge U-Boat. Ihr seht schon, die Sonne geht gerade im Hintergrund auf. Also ein sehr romantischer Tag zum Auslaufen. Und für die neuen Kanalmitglieder unter euch, ich habe euch schon ins Spiel eingefügt. Allerdings muss ich logischerweise dazu sagen, unser Boot ist aktuell komplett voll. Ich werde das so machen, dass alle zwei Folgen ich die Leute immer mal so ein bisschen durchtausche, damit ihr logischerweise auch mal mit auf das Boot könnt. Und dann zwei Folgen später werde ich dann wieder umtauschen, dass dann die im Hafen waren, dann auch wieder auf dem Boot sind. Ne? So haben halt manche Leute ein bisschen mehr Landgang und das ist ja gar nicht so verkehrt. Ne? So ein bisschen Urlaub ist ja immer was Schönes. Kann ich selbst von mir selbst auch behaupten, denn ihr wisst ja, ich war eine Woche auf Lanzarote und es war einfach nur herrlich. Gut, dann will ich euch das mal kurz zeigen. Nicht, dass ihr denkt, dass ich hier Blödsinn erzähle. Das kann deine neue Crew. Da wollen wir mal, lassen Sie mich wissen, wenn Sie Ihre Dokumente natürlich mal die neuen Leute auch begrüßen. Wir gehen hier mal schauen. Also, der erste, der neu ist. Ich weiß nicht, wie ich deinen Namen aussprechen muss. Drakane, ich hoffe, das ist richtig so. Also, Drakane SR123, schön, dass du da bist. Und denk dran, du hast noch eine Woche Landgang. Ich will dich pünktlich wieder im Hafen sehen, ne? Sonst fahre ich ohne dich. Dann den Heiko Dietrich, Leon, Laika und zum Schluss den guten alten One-Shot-Bro. So, seid begrüßt von uns allen auf der U96. Ihr wisst, bei mir herrscht harte Disziplin. Meine Truppe ist die bestausgebildete U-Boot-Truppe. Deswegen sind wir natürlich auch gleich in der ersten Mission gegen die Keilmauer gerammelt. So, okay, das haben wir. Wir müssen noch, das U-Boot ist komplett fertig. Falls ihr... Ja, Klauschen. Falls ihr sagt, ey Adler, ich würde schon gerne sehen, wie du das U-Boot belädst, ne? Ich möchte mal wissen, welche Torpedos du drauf hast und sowas, dann schreibt das bitte unten in die Kommentare. Ich sag mir immer, ich mache das alles schon mal im Hintergrund, weil das ist einfach Zeit, die wir dann wirklich im Gefecht benutzen können, weil ich mir immer sage, so eine Folge soll maximal wirklich eine Stunde gehen, weil alles darüber ist einfach zu lang, das gucken sich die Leute einfach nicht wirklich an und dann ist es irgendwo auch zu schade drum, ne? So, ich möchte aber erstmal in die Privilege gehen. Was können wir denn da machen? Ach, das ist das mit den Auszeichnungen. Freie Fahrt. Da können wir Häfen anlaufen. Ja, Freunde, sorry, ich habe ein bisschen Sprachstörungen. Ich hatte heute Nachtschicht und bin wirklich völlig übermüdet. Ich habe nicht viel geschlafen, deswegen werden heute wahrscheinlich so einige Sprachfehler kommen. Dann haben wir noch Spezialisierung der Besatzung 2. Oh, können wir auf 7? Das würde ich gerne machen, dass wir noch einen Offizier mitnehmen. Ja, dann würde ich das hier machen. Komm, nehmen wir das mit. Und dann sind wir hier noch 2... Zutritt Kehlensteinhaus. Was ist denn ein Kehlensteinhaus? Hierdurch wird es möglich sein, zwischen 2 Patrouillen und während dem Landgang der Besatzung zum Kehlensteinhaus Zutritt zu ermöglichen. Was ist ein Kehlensteinhaus, Freunde? Wisst ihr das? Ich habe echt keine Ahnung. Wenn das einer von euch weiß, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich glaube, das gab es damals nicht. Und hier können wir dann 2 Offiziere für die Dings auswählen. Okay, alles klar, für das Hauptquartier. So, wir schauen mal, was uns das Oberkommando so sagt an Befehlen. Ich hoffe, wir haben was Schönes. Wir haben Patrouille CE2 bis CE6. Da gucken wir mal, was er sagt. Es wird erwartet, dass das Wetter in dieser Gegend ruhig sein wird. Aber sonst ist hier leider... Ah doch, hier, mutmaßliche Anzahl von Schiffen gering. Finde ich nicht so schön. Dann haben wir hier glückliche Zeit. Blankquadrat BE1 bis BE4. Nachdem sich die Kriegsmarine Zugang zu den französischen Häfen verschafft hat, sind die Fähigkeiten unserer U-Boote kräftig enorm gewachsen. Die U-Boot-Kommandanten bezeichnen diese Zeit als die glückliche Zeit. Ja, das ist schön. Mutmaßliche Anzahl von Schiffen groß, versenken sie feindlich, steht hier aber nichts mit dem Wetter, ne? Also hier ist nichts dabei. Dann haben wir hier noch, ach, sehe ich schon, mutmaßliche Anzahl von Schiffen gering, machen wir nicht. Ach, hier haben wir noch eins. Günstigere Einfuhren. Okay. Mäßig. Da steht sonst auch nichts dabei. Das ist... Ach, unten nach Afrika fahren. Habe ich ehrlich gesagt jetzt nicht so Lust. Ich würde tatsächlich sagen, wir nehmen das hier. Ne, da haben wir mutmaßliche Anzahl von Schiffen groß. Das ist schon mal sehr geil. Ja, Scarborough hat mir schon mal gemacht gehabt. Das würde ich mir wirklich aufheben und es irgendwann nochmal machen. Aber jetzt aktuell möchte ich natürlich auch ein bisschen Abwechslung haben. Genauso wie Straße, Gibraltar und Enigma. Das sind alles Sachen, die wir schon hatten. Minen legen. Können wir nochmal zweimal machen. Okay,
Zwei von drei, also das müssen wir insgesamt dreimal machen. Hatten wir aber letzte Folge, deswegen würde ich jetzt wirklich sagen, wir werden mal einen schönen Konvoi aufreiben. Dann nehmen wir mal die, das, der. So, Moment, bevor es losgeht, müssen wir uns noch einen Kollegen kaufen. Das kann deine neue Crew sein. Lassen Wir Sie mich das brauchen sagen. noch einen neuen Kollegen. Ich würde tatsächlich sagen, boah, wir haben nur einen Maschinisten oder einen Funker. Ah, das gefällt mir jetzt nicht so. Na komm, nehmen wir den Funker. So. Auf Wiedersehen. Dann haben wir nämlich zwei Funker. Das passt schon mal sehr gut. Dann würde ich sagen, wer könnte denn unser Kapitän? zweiter Funker mal werden? Raptor würde ich mir nur aufsparen. Raptor sollte dann wieder meine rechte Hand werden, wie damals auch. Ihr wisst ja, Raptor ist ja mal versehentlich vom Bord gefallen. Auch wir können hier auch schon mal leveln. Dann machen wir das auch mal ganz schnell. Fertigkeiten, was haben wir hier Feines? Der Offizier kann feindliche Schiffe per UZO und Periskop schneller enttarnen. Dadurch kann eine Ziellösung 25% schneller ermittelt werden. Das ist schon mal sehr gut. Der Offizier schießt mit der Kanone und den Gewehren genauer. Im manuellen Modus erhöht sich die Rückstoßstabilisierung. Also können wir jetzt auch sogar manuell Gewehre bedienen? Das konnten wir ja sonst nicht, ne? Sonst war das immer nur so eine kleine Frequenz. Müssen wir uns auf jeden Fall mal anschauen. Persönliche Fertigkeiten, das Spielen von Karten mit der Mannschaft erhöht die Moral. Und Unterstützer, wenn der Stress an Bord während eines Einsatzes zum ersten Mal auf 100% ansteigt, macht die Anwesenheit des Offiziers die Besatzung Mut und es gibt keine negativen Auswirkungen. Ich bin ganz ehrlich, ich würde das nehmen. So, die anderen sind noch nicht so weit. Okay. Gut, dann würde ich sagen, wir machen schon mal alles soweit startklar und können dann während der Fahrt. Ach, guck mal, das ist gar nicht weit weg. Wir können dann während der Fahrt die zwei erstmal einweihen. Ich muss die nämlich auf jeden Fall noch. Halt. So. Ich muss die zwei nämlich noch einen Schichtplan geben. Und auch noch einweisen, was sie zu tun haben. Ey, ich will nicht deinen Hintern. So. Okay. Und wir müssen natürlich hier ein bisschen drauf achten. Ihr wisst ja, ne? Die KI hat uns letztes Mal nicht ganz so geil dahin gelenkt. Aber hey, guck mal, richtig schön viele U-Boote. Ich bin echt mal gespannt auf 42, wenn hier wirklich dann der große U-Boot-Bunker steht. Da bin ich wirklich sehr gespannt drauf. Wenn wir dann vom U-Boot-Bunker aus starten können. Fahren schon wieder ziemlich weit links. Aber egal. Okay, dann machen wir das mal schnell. Mannschaft. Ach so, ich muss den ja auch erst noch umbenennen. Moment, hier den Schlag. Komm mal her, Schlag. So, haben wir den Alu eigentlich schon auf dem Boot? Nee. Dann wird's der Alu. Oh, unser Boot ist auch ganz schön unter Wasser. Das gefällt mir aber nicht. Dann wird das der Alu. Das passt sogar. Der Alu ist auch so ein kleiner, dünner Hering. Also ganz dünn machen hier. Zack. Ja, das passt zum Alu. Das passt zum Alu. So, und dann gebt mit dem Alu noch seinen Namen. So. Perfekt. Gut. Dann. Ach so, stimmt. Wir müssen ja Kapitän? dem Alu hier auch noch zuteilen. Der technische Offizier bedient das Hydrofon Sonar oder Funkmissortung. Aber es scheint, dass das hier wohl mehr Stärken auf das Hydrofon hat. Dann machen wir das mal so. Genau. Allerdings wird er dann wohl. Ey, sei nicht so. Oh, das ist aber echt eng hier. Oh, der bremst aber echt spät ab hier. Obwohl, ne. Das funktioniert. Aber geil gemacht, ne? Ich mag das mit den Schleusentüren echt mega gerne. Gut, aber trotzdem müssen wir noch dem Pika auch noch zuweisen. Pika soll Blitzis rechte Hand werden. Blitzi ist LI, dann machen wir das bei Pika auch. Pika wird auch Leitender Ingenieur.
Und dann gehen wir jetzt hier mal kurz auf den Dienst oder die Dienstzeit, genau. Dienstpläne. Ach, hier kann ich das auch umstellen. Das ist, hätte ich das gar nicht machen brauchen. Ich glaube, der Dings wird auch Funkmat hier. So. Ja, das ist mir lieber. Das ist mir lieber. Okay. So, also. Der Pika ist genau gegengesetzt zum Blitzi. Das heißt, rot, rot, grün, 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 rot, obla. Rot, 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 grün, grün, grün. Rot, 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 grün, 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 rot, 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 grün, grün, grün. So, und Alu muss gegenüber vom Links sein. 4 rot. 1, 2, 3, 4. 3 grün. 1, 2, 3. 5 rot. Ne, Quatsch, doch 5 rot. 1, 2, 3, 4, 5. Und 3 grün. 5 rot. Oh. Und Nummer 4 grün. Sehr schön. Dann passt das nämlich auch. Dann sind wir hier auch schön bedient. Ach, schön. Immer wieder schön mit dem U-Boot hier rauszufahren. Ich finde deutsche U-Boote einfach so bildschön. Ich baue ja, wie gesagt, auch aktuell die Metall U96 von Hachette. Da bin ich auch gespannt, wenn die irgendwann dann mal fertig ist. So. Ja, dann würde ich sagen, begrüße ich natürlich erstmal hier unsere Mannschaft an Bord. Gehen wir einmal durch. In der Zeit, wie wir da hinfahren. Fangen wir vorne an. Na, der Harry ist am Arbeiten, das ist schon mal sehr gut, das sieht man sehr selten. Wir haben hier den Berserker Wolf, den SGE Andy, Andy Wolf, den The Game, Zölli 112, Altbier King, Raymond Haha, hat natürlich wieder seine Pfeife im Mund, so gehört sich das Panda-Bärchen, der Harry und dann, ach hier, McLeod ist auch noch hier vorne, seht ihr? Die ruhen sich alle aus, können sie auch gerne machen. Oh, hallo, sitzt hier, hallo, pass aber auf, ich glaube, das ist das Bett vom Harry. Das mag der Harry gar nicht. So, ich würde sagen, wir machen aber jetzt mal kurz die Lenzpumpen an. Weil wir haben hier schon ziemlich viel Wasser im Boot stehen. Train steht einfach nur hier rum. Auch nicht verkehrt. Dann haben wir hier noch den Sirius. Der Einzige, der eine Glatze hat. Sirius, falls du keine Glatze haben möchtest, schreib das in die Kommentare. Dann ändere ich das gerne nochmal ab. Captain Kalle, der Nico V8, der bunte Schuh, Alpha Schwadron, Blitzi. Und wer putzt da hinten? Der Lindemann. Haben wir Panda-Bärchen eigentlich schon gefunden? Möglich, dass der oben auf der Brücke steht. Gehen wir auch mal hoch. Na komm. So. Ah, entfesselte Quaken ist auch noch hier. René und der TD ist da. Ach, schön. Wie viel Uhr haben wir denn eigentlich? Ach, es ist gar kein Sonnenaufgang. Was erzähle ich denn da? Sonnenuntergang. Ja, dann können wir eigentlich auch schon mal auf Rotlicht umstellen. Weil es wird ja dunkel. Gut, spulen wir mal vor. Dass es hier vorangeht. Ein Fischerbütchen. Ein deutsches Fischerbütchen. Na, Harry macht seine Aufgabe gut. So gefällt mir das. So, und ab nach. Ab zu dem Planquadrat. Ja, ist schon ein ordentliches Stückchen, ne? Sah ihm gar nicht so weit aus. Aber dann kann ich in der Zeit mal schnell was trinken. Ich habe nämlich einen leicht trockenen Hals heute. So. Oh, oh, oh. Ja, 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 ja. Dann hör doch auf. So, was haben wir denn hier? Einzelne Schiffsschrauben eines Handelsschiffes im Planquadrat BF457 gehört. Geschätzte Geschwindigkeit langsam. Kurz. Kurs. Kurz, genau. Kurs südlich. Führen derzeit andere Einsatzbefehle aus. Viel Glück.
Wo hat er das gehört? Kann ich das nochmal lesen? Nee, anscheinend nicht. Herr Kaloy? Nö. Ach, der Alu ist auch. Hören Sie ihn? Nee, okay. Gut, das ist natürlich auch blöd gemacht. Weil ich würde ja natürlich gerne schon vorher sehen, ob ich ja da in der Nähe bin, um zusagen zu können oder eben nicht. Also das finde ich nicht so schön. Ja, es war wieder ein Telegramm vom U-Boot. Schornsteinrauch, ja. Das ist alles nicht, was uns wirklich interessiert. Wir fahren jetzt erstmal wirklich Richtung Blank Quadrat. Und dann sehen wir mal, was da so auf uns wartet. Ach, wir können hier auch... Ach, guck mal. Wir können sogar die Karten... Oh, ja. Wichtiges Telegramm. Ein sehr wertvoller Hochfrequenzpeiler-Prototyp wird mit dem Frachtschiff Empire Fall nach Hafen von Boston transportiert, wo weitere Tests durchgeführt werden. Die Versenkung dieses Schiffes wird den feindlichen Fortschritt bei dieser Technologie merklich verlangsamen. Unsere derzeitige Schätzung der aktuellen Position ist BE 199 mit einem Kurs von 261 Grad. Das Schiff bewegt sich in einem Konvoi mit einer Geschwindigkeit von 13 km/h. Leute, wir sind in einer Seefahrt. Ich will hier Knoten sehen. Gut, das machen wir. Ach, guck mal da, der ist ja direkt vor uns. Perfekt. So, im Adler geben wir aber jetzt nochmal zwei Leute dazu. Wie sieht's wettertechnisch aus? Ganz gut. Boah, aber ziemlich hohe Wellen. Aber klare Sicht, das ist immer wichtig. Das ist auf jeden Fall wichtig. Ich hoffe, die fahren hier runter und nicht da hoch. Das werden wir aber gleich sehen. Die fahren weg, oder? Die fahren, ich glaube, so fahren die. Ja. Okay. Dann würde ich den Kurs tatsächlich so lassen. Ja, das passt sogar ganz gut. Machen wir mal große Fahrt, dass wir die ein bisschen überholen können und versuchen, die dann hier hinten abzufangen. So stelle ich mir das zumindest vor. So würde ich mir das vorstellen. Konvoi OB. 10 bis 22 Schiffe. Alter Verwalter. Also da wartet auf jeden Fall was auf uns. Harry macht seine Arbeit. Das ist schon mal gut. Ich hoffe, dass der Adler auch gleich nochmal wiederkommt. Wie viel Uhr haben wir? 9 Uhr morgens. Ah, es wird hell, ne? Das ist nicht so geil. Weil wenn da wirklich ein Geleit dabei ist. Aber es ist schon sehr windig. Wellen sehen auf jeden Fall sehr geil aus. Aber ich würde halt wirklich so spät wie möglich tauchen wollen, um einfach hier alles uns zu sparen. Da haben wir ja noch nicht wirklich viele ausgebaut. Wir haben noch gar nichts erforscht. Wir müssen unbedingt mal eine Forschung anfangen. Das müssen wir echt mal machen, wenn wir im Hafen sind. Okay, Atlas wieder da. Komm, gib den Kollegen nochmal maximale Sichtweite. So, in der maximalen Sichtweite, da würde ich dann wirklich auf Tauchstation gehen. So, jetzt machen wir aber erstmal eine kleine Fahrt, dass die ein bisschen aufholen können. Okay, so, jetzt haben wir hier. Sehen wir schon was? Ja, da sehen wir ganz viel Rauch. Aber die kommen nicht so, wie ich mir das wünsche. Wir gehen auf Tauchstation. Ich gehe kein Risiko ein, wir gehen auf Tauchstation. Auf Seerohrtiefe gehen.
Wir gehen auf Zero-Tiefe. Weil die Empire Fall, die wollen wir auf jeden Fall versinken. So, machen wir mal blaues Licht an. Sehr schön. Komm, Freunde, das muss schneller gehen. Das muss wirklich schneller gehen. Gut, dann schauen wir mal. So, Luca, du gehst mal bitte hier dran. Und nimmst hier gerne mal einen dazu. So, Reichweite haben wir. Das heißt, wir müssten sie eventuell gleich auf der Karte sehen. Seht ihr, die kommen nämlich doch anders wie gedacht. Dann fahren wir lieber nochmal einmal so hier rum. Na, was hängt denn jetzt? Speichert er? Was ist Ihr Problem? Aha, das ist das Problem. Eigentlich auch so gleich wieder drehen. Ah, die kommen gut. Die kommen wirklich gut. Oh! Die kommen ein bisschen nah. Er hat aber... Die haben noch nichts gehört. Alles gut. Kriegt da mal einen Schrecken, wenn der auf Gefechtsstation sagt, weil das für mich eigentlich immer so klingt, als würden wir... entdeckt worden sein. Ich würde, ganz ehrlich, ich würde einfach hier warten. Wenn der Konvoi wirklich so geradeaus fährt, kommen die uns direkt vor die Linse. Das machen wir auch. Mal gucken, was noch so kommt. So, wie sieht's denn hier eigentlich aus? Ich brauche doch gar keine drei Leute. Zwei Matrosen reichen mir doch. Ach so. Ja, okay, ja, ich hab's verstanden. Train, du kannst aber auch schon mal unten das Periskop gehen. Ja. Bislang wirklich nur die kleine Korvette, die da aufgegangen ist. Das ist nicht so meins. Wo bleibt der Rest vom Konvoi? Wo bleibt der Rest vom Konvoi? Da kommt was. Ah, da kommt gut was. Okay, dann würde ich sagen, Adler... Du kannst schon mal den machen. Ah, ein sehr kleines Schiff. Sehr kleines Schiff. Ich glaube nicht, dass das das Schiff ist. Das glaube ich auch noch nicht. Ich denke mal, da ist noch so ein... Ja, wie hieß denn das Ding? Ich glaube C3 Frachter, diese Riesenteile. Oder Empire Frachter, ich weiß gar nicht mehr. Ne, Liberty Frachter, so hießen die. Ich gehe mal davon aus, dass es so einer sein wird. So. Ich hab mich verdrückt. Aber ich würde tatsächlich doch nochmal ein bisschen näher ranfahren wollen. Schneller,
Der soll doch so riesig sein. Das sind mindestens 10 Schiffe. 1, 2, 3, 4, 5 haben wir gerade mal. Kapitän? Torpedo ausrichten. Genau. Ah, hier oben geht's noch weiter. Aber es ist noch kein wirklich großer Frachter dabei. Doch hier. Und ich glaube auch, dass er das ist hier. Mach mal den hier. Mach mal den. Ich bin mir nämlich ziemlich sicher, dass der das ist. Der Rest ist nämlich verdammt klein. Wir fahren jetzt, wie gesagt, erstmal hier genau. Hier sturstracks geradeaus. Das wollte ich sagen. Was haben wir hier? Noch eine Korvette. Also zwei Korvetten. Ich gehe mal davon aus, dass hier oben auch noch einer rumfahren wird. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Ja, hier ist auch noch so ein Riese. Der ist wahrscheinlich... Ist der schon zu 100%? 98%, okay. Das ist nämlich dann der nächste, den wir mal anvisieren. Den macht gerade Train, ne? Ja. Dann machen wir den anderen als nächstes. So, Empire Fall, wir haben sie schon. Welche ist sie? Empire Fall, der hier vorne. Wie kriege ich das hier wieder weg? So. 98. Seht ihr? Haben wir sogar die richtige anvisiert. Das ist sie. Die muss weg. Wir können schon mal in den Adler reingehen. Und mal schauen, was das für ein Schiff ist. Ähnelt Empire Explorer. Okay, dann schauen wir mal rein. Empire Explorer, das passt. Tiefgang 8,9 Meter. Also das Ding liegt wirklich tief. Und Harry hat nichts vorbereitet, wie man ihn kennt. Sehr Jawohl. Schön. Kapitän? Jawohl. So, 200%. Also das sollte ja wirklich deutlich schneller gehen. Wer hilft ihm? Der René und der TD ist da. Also, TD ist da, René. Hopp, hopp. Gleich geht's los, Freunde. 99%. Ah, Harry hat ungefähr 50% schon fertig. Der Offizier führt Wartungsarbeit am Torpedo durch, um das Risiko eines Blindgängers zu reduzieren. Los, 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 los. Rein da in das Rohr. Ja, ja, der gute alte Harry hier. Gucken die an. Gucken die an. So, das haben wir. Harry, der macht gleich den zweiten auch fertig. Nee, nicht hinlegen, Mädels. Ihr könnt gleich weitermachen. Gleich weitermachen. So, was hat man gesagt gehabt? Wie hoch, wie tief war der? 8 Meter, ne? 8,5 Meter. Wir gucken vorsichtshalber nochmal. 8,9 Meter, also 8 Meter maximal auswählen. Rohr 1 bewässern. So. Rohr 1 bewässert. So, Freunde, seid ihr bereit? Oh, ein bisschen. Naja, es ist mir schon wieder zu. Ja, so. Ja, am liebsten würde ich ihn halt echt gern hier so treffen. So, dann schauen wir mal. Dann schauen wir doch mal, ob wir den treffen.
Warum wird uns der Torpedo nicht angezeigt? Merkwürdig. Aber der sieht... Ah, der ist langsam, ne? Der ist verdammt langsam. Ja. Obwohl, könnte kommen. Also hier ungefähr sollte er einschlagen. Aber der ist echt nicht schnell unterwegs. Der ist wirklich nicht schnell unterwegs. Wir können ja mal von dem Schiff aus gucken. Ich komme leider nicht weit genug raus. Ah, nee, ich glaube, der geht vorbei, Freunde. Das war mir zu nah am Schiff. Wir müssen das echt mal demnächst selber machen. Ich muss mich da nochmal reinlesen. Wie gesagt, das ist bei mir halt schon lange her, wo ich das letzte Mal gespielt habe. Dann berechnen wir das alles mal selber. Oder er trifft halt hier hinten, ne? 40 Sekunden bis Torpedo einschlägt. 39, 38. Ja, obwohl der bremst ab, glaube ich. 37, 36. Ah, er kommt. 30 Sekunden. Ja, er kommt. Wenn er jetzt nicht Gas gibt, dann ist alles gut. Ich kann leider nicht nah genug ran. Ja, da kommt er, Freunde. Schön mittig. Nein! Du blöder Torpedo! Du wärst so schön gewesen! Naja. Macht nix. Dann hauen wir halt nochmal einen raus. Rohr 2, bewässern! Dann hauen wir nochmal einen raus. Kann das sein, dass das ein T2-Torpedo war? Rohr 2, fertig! Feuer! Los! Harry, komm, mach uns gleich den nächsten warm. Und danach machst du bitte, lädst du die Dinger direkt nach. So, wie sieht's bei ihm aus hier? Hat noch nicht so viel. Das ist auch noch, wie gesagt, ein Schiffchen. Aber noch keiner Alarm geschlagen, das ist schon mal gut. Müssen wir bei dem halt ein bisschen aufpassen, dass der uns nicht zu nahe kommt, ne? Also, wenn wir so weiterfahren, kann es passieren, dass der genauso in unsere Reichweite kommt. Deswegen würde ich tatsächlich mal abdrehen. Wir springen ein bisschen vor. Der Torpedo ist auf halbem Weg zum Ziel. 30 Sekunden. So, gucken, wie der jetzt kommt. Der kommt deutlich weiter hinten, habe ich das Gefühl. Wohl, ne. Kommt ganz gut. Komm schon. Hauen komplett auseinander. 10 Sekunden bis Einschlag. Gibt's nicht. Torpedoversager. Gibt es nicht. Wir haben kein Glück, ey. Versuchen es nochmal. Los! Hilft alles nichts. Da haben wir auf jeden Fall richtig gute Torpedos mitgenommen. 3 Versager hintereinander. Also das ist schon eine gute Quote. Funktionsprogramm erhalten. Aber es sitzt doch eigentlich gar keiner von uns am. Ah doch, hallo. Diese Nachricht scheint mir eine unbekannte Chiffrierung verschlüsselt zu sein und wir können sie nicht entschlüsseln. Der Funker kann zumindest die Herkunft mit Hilfe des Funkpeilgeräts ermitteln. Bestätigen. Aber eigentlich, Alu, sollst du gar nicht da sitzen. Direkt vor uns. Müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Ah, der kommt nicht gut. Der Torpedo ist auf halbem Weg zum Ziel. Der AG
ging daneben her, Karl. Ja, aber der ist. Ach so, der ist durchgefahren. Ja, der ist durchgefahren. Okay. Ja, wir fahren jetzt mal näher ran. Wir fahren jetzt mal näher ran. Feindlicher Zerstörer auf 12 Uhr. Wir spulen ein bisschen vor. Feindlicher Zerstörer auf 12 Uhr. So, wie sieht's denn aus? Wir müssen jetzt doch endlich mal. Ah, der steht kacke. Jetzt aktuell steht er wirklich bescheiden. Rohr 4, fertig. Komm, wir brauchen mal äußerste Fahrt. Herr Kaloy. Wir brauchen äußerste Fahrt. Schneller, schneller! Damit wir da hinterher kommen. Der Winkel gefällt mir überhaupt nicht, Freunde. Der Winkel gefällt mir echt überhaupt nicht. Versuchen es mal. Los! Und Harry, du musst jetzt mal wirklich die Torpedos nachladen. Herr Kaloy? Weil sonst kriegen wir nämlich echt Probleme. Bewegung, los, schneller! Hm. 40 Sekunden bis Torpedoeinschlag. Oh, die sind aber auch langsam, ey. Der geht wieder vorbei. Da bin ich mir sehr sicher. 30 Sekunden. Das wird nichts. Obwohl. Es wird ein ganz enges Ding. Nee, sieht gut aus. Winkel sieht aber nicht so gut aus. Treffer. Ja, na also, ey, Gott sei Dank. Schwere Schäden am Rumpf. Echt, so schwer sieht das gar nicht aus. Der hat nicht mal ein Feuer. Der hat nicht mal ein Feuer. Frack. Ah, doch, sie muss wohl ordentlich eine drauf gekriegt haben. Die haben auf jeden Fall schon mal das Schiff aufgegeben. Das ist schon mal sehr gut. Also da haben wir auf jeden Fall unser Ziel erfüllt. Jetzt würde ich mir auf jeden Fall noch die großen zwei Pötte gönnen. Ne, einmal. Ne, ihn nicht. Ihn hier würde ich noch gerne haben. Kleinen Schiffe interessieren mich alle nicht. Ich möchte schon. Und der hier. Das heißt, Adler, du kannst dich schon mal Torpedo auf den Spitz. Ach, hast du schon. Sehr schön. Kapitän? Nee, ach so. Okay. Dann. Wo ist denn der Große? Hier. Torpedokurs berechnen. Geht sie dann auch unter? Die macht mir nämlich eigentlich nicht so das. Nee. Ich glaube nicht, dass sie komplett voll läuft. Schusslöcher 100%. Ach, Schusslösung. Entschuldigung. Ich hab Schusslöcher. Schusslöcher ist auch nicht verkehrt. Gut. Den wollen wir auf jeden Fall haben. Aber es scheint auch wirklich gar nicht so gut bewacht zu sein, ne? Also wir haben jetzt hier wirklich, glaube ich, nur. Ach, obwohl, da sind noch zwei. Gut, also auftauchen, das brauchen wir definitiv nicht wagen. Wie gesagt, wir gehen jetzt auf ihn hier. Rohr 3 geladen. Sehr schön, Harry, dann mach gleich das nächste Rohr auch schon mal fertig. Herr Kaloy. Bewegung, los, schneller. Ja, bald durch. Wir haben da nämlich was hinten am Popöchen. Aber für den verschwenden wir jetzt
kein Torpedo. Also wir wollen jetzt hier wirklich versuchen, so viele Frachtschiffe wie möglich zu versenken. Aber das ist, glaube ich, der weiter weg, ne? Ben Osborne. Das müssen wir jetzt nochmal nachschauen auf der Karte. Ja, Ben Osborne, das ist nämlich der da hinten. Ja. Herr Kaloy? Wir wollen den hier. Fährt auch einen bescheidenen Winkel. Wie gesagt, den holen wir uns nachher mit der Bordkanone. Das ist erstmal nicht so schlimm. Ah, ein Zerstörer. Sims-Klasse oder was ist das hier? 152. Das sind wirklich nur die zwei Riesenpötte, ne? Ja, ja, das andere sind alles keine Riesenpötte. Ich will wirklich nur die Riesenpötte erstmal. Ah, da kommt jetzt auch auf uns drauf gefahren. Also auch da müssen wir aufpassen. Rohr 2 geladen. Okay, sehr schön, Harry. Dann mach gleich das nächste Rohr. Kapitän? Wenn du das hast, machen wir es auch gleich warm. Ja, wir bleiben erstmal so. Wir gehen erst in der letzten Sekunde nach links weg. Ja, wir machen es aber hier schon mal. Er soll ruhig das Gefühl haben, dass er uns angreifen kann. Jetzt fahren wir nach hier weg. Wasserbomben. Ja, ja, alles gut. Wasserbomben. Alles gut. Und abdrehen. Dreht auch wieder ab. Das gefällt mir nicht. Wasserbomben. Wasserbomben. Ja, ja, alles gut. Wie viel Prozent? 10%. Also alles in Ordnung. Rohr 1 geladen. So, und gerade. Wasserbomben. Ja, soll er mal machen. Soll er mal machen. So, ein Torpedo brauchen wir noch, Harry. Sehr wohl, Herr Kaloy. Bewegung. Los, schneller. Wenn du den hast, dann bitte auf jeden Fall die Torpedos noch alle vorwärmen. Gute ist, wenn er jetzt so stehen bleibt, bremst er den aus. Das ist schon mal gut. Und der steht jetzt, glaube ich, wieder. Ja, er steht schon wieder ein bisschen besser zu uns. Aber, ne, er will abdrehen. Das sieht man am Ruder. Er will abdrehen. Das ist natürlich nicht so geil. Das ist natürlich nicht so geil. Rohr 4 geladen. Der ist aber auch schnell, ey. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Sehr wohl, Herr Kaloy. Okay, jetzt hat er seine Kursänderung eingenommen. Legen Sie den Kurs.
Jawohl, Herr Kaloy. Dann werden wir den jetzt... Sonarwellen, Herr Kaloy. Werden wir ihn jetzt mal angreifen. Wo ist denn der andere Große? Nicht, dass wir den außer Augen verlieren. So, komm schon. Komm, Mari, mach hin. Brauchst du noch Leute? Ne, hast du noch. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Ei, ei, Herr Kaloy. Komm, Mari, ich brauche den Torpedo. Ich brauche ihn. Komm, er schiebt ihn schon wieder rein. Nee. Was ist denn jetzt los? Ach, ich habe Mari abgesetzt. Das ist doch nicht dein Ernst. Aber er ist... Okay, er ist fertig. Und Feuer. Ah, der dreht wieder raus. Der dreht wieder raus. Ah, Mann, ey. Der steht überhaupt nicht geil zu uns. 40 Sekunden bis Torpedoeinschlag. Ach, wir haben auch gar nicht. Ach, wir haben noch gar nicht auf die Tiefe geachtet. Ach, Leute, was mache ich denn für einen Blödsinn? 30 Sekunden. Ja, 7,3 Meter. Der geht sowieso vorbei. Ach, das ist natürlich dumm von mir gewesen. Das war wirklich absolut dumm. Warum hat er denn jetzt schon wieder das falsche... Ah, der ist zu tief. Das wird nichts, der geht unten drunter durch. Schade. Ja. Ärgerlich. Ich habe eine Idee. Harry, mach mal schnell den Fünfer. Jetzt nehmen wir nämlich uns einen Hecktorpedo. So, der Fünfer ist durch. Dann machen wir den Zweier. Und drehen jetzt unser Boot. Herr Kaloy, ein Sonar hat uns geortet. Jawohl. Auf der Karte sieht man gar nichts. Hey, wo ist denn jetzt unsere Karte hin? Hier. Herr Kaloy? Feuer. Halt! 7,5 hat er gesagt. Wir gehen mal auf 6 runter. So, und Feuer. Los! Gut, Torpedo ist unterwegs. 40 Sekunden bis Torpedoeinschlag. Ja, das hoffen wir doch. Das hoffen wir doch. 30 Sekunden. Ich weiß. Ah, der kommt schon mittig. Hoffentlich macht er auch Boom. 10 Sekunden bis Einschlag. Jawohl, schönes Ding. Schwere Schäden am Rumpf.
Schönes Ding. Das haben wir. Ja, er verliert auch gut hier an Leben. Könnte der komplett hinüber sein? Sieht gut aus, Freunde. Sieht wirklich gut aus. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja, er wird aufgegeben. Er hat noch einen Millimeter Leben. Aber das ist nicht schlimm. Auch den können wir uns dann mit der Gun holen. So, jetzt holen wir uns erstmal den anderen Großen. Das ist er hier. Das heißt, wir fahren hier hin. Beziehungsweise hier hin. Und dann machen wir hier einen Haken. Gut. Kommen wir auch dran vorbei, ohne dass wir Schäden davon tragen. Sehr gut. Hier ist alles in Ordnung bei den Jungs. Jo, scheint so. Ich dachte, ich hätte Sunny gehört. Deswegen wollte ich mal gucken. Nicht, dass wir hier Problematiken kriegen. Alles klar. So, schauen wir mal weiter. Da ist er. Mari, wie sieht's aus? Okay. Versteckte Mängel. Das könnte doch mal Pika machen. Herr Kaloy? Schadenskontrolle 1 von 5. Jawohl. Dann mach du das mal, Pika. Ja. Sonarwellen, Herr Kaloy. Ja, ich weiß Bescheid. Er tritt auf uns ein. Wie sieht es mit dem Kollegen aus hinter uns? Aber alles in Ordnung, okay. Oh, unser Boot dürfte eigentlich nichts haben. Unser Boot dürfte eigentlich nichts haben. Das treibt aber gut weg hier, ne? Ärgerlich, dass es wirklich noch so ein Millimeter Leben hat und nicht untergeht. Wo ist dann eigentlich der andere, der untergehen sollte? Hier diese Empire Fall, die wir beschossen hatten. Die müsste doch hier auch noch irgendwo rumtuckern, oder nicht? Frag hier. Wird's hier sein, ne? Dann sollten wir uns da mal einen Wegpunkt hinsetzen. So. Okay. Sonarwellen, Herr Kaloy. Yep. Und jetzt komplett eindrehen. Damit wir den Kollegen hier auch angreifen können. Komm schon. Dreh. Perfekt. Genau so habe ich es mir gewünscht. So, jetzt machen wir erstmal gleich eine kleine Fahrt. Und dann. Rohr 2, bewässern! Rohr 3, bewässern! Rohr 2 fertig! Los! Los geht's! Sekunden bis Torpedoeinschlag. Den hat er aber Scheib darüber geworfen. Warum denn das? 30 Sekunden.
Eventuell, weil ich hier noch das Steuer drin hatte. Also, der geht auf jeden Fall vorbei hier. Ja, der geht vorbei, aber der andere könnte treffen. Oh, er könnte gerade so treffen. Jawohl, schönes Ding. Na, ja, seht ihr. Hätten wir sogar nur einen gebraucht. Ah, das haben sie aber jetzt hier auch schöner gemacht. Sehr schön. Aber ist geil, wir treffen ihn hinten und er bricht vorne auseinander. Oh Mann, oh Mann. Jetzt müssen wir mal aufpassen hier. So, große Fahrt voraus. Das war Nummer 2. Dann würde ich jetzt sagen, wir haben ja noch ein paar Torpedos. Dass ich hier drüber nicht Harry sagen kann, dass er bitte die Torpedos nachladen soll. Das finde ich echt doof. Wasserbomben. Wasserbomben. Harry, Kapitän. Ich brauch dich. Einlenken, einlenken, einlenken. Das könnte jetzt wehtun, Freunde. Okay, okay, okay. Herr Kaloy. Wasserbomben. Wasserbomben. War nicht irgendwo einer verletzt hier? Nee. Ei, ei, ei. Okay, zu welchem wollten wir als nächstes fahren? Wir fahren mal hier hoch. Der ist ja schon. Legen Sie den Kurs an. Bestätigt. Und dann suchen wir uns da oben nochmal ein paar aus. Rohr 3 geladen. Okay. Komm, Harry, lade erstmal alle durch. Wir haben ja noch ein paar. Wir haben ja noch ein Herr paar. Kaloy? Aber Freunde, ich sehe schon wieder, wir sind bei 58 Minuten Aufnahme. Das bedeutet, dass wir hier draußen zwei Teile machen werden. Ach, der Harry, genau. Jetzt war ich gerade echt ein bisschen verwirrt. Los, schneller! So, das sollten wir mal schnell nachladen. Komm. Sonarwellen, Herr Kaloy. So, dass wir nämlich dann zumindest in der nächsten Folge gleich alle Torpedos hier vorne bestätigt nachgeladen haben. Dari ist hier, der so rumschreit. Bewegung. Seht ihr mal. Schneller. Der alte Mann hat Angst. Aber sonst sieht das Boot wirklich gut aus. Also ich glaube nicht, dass da wirklich im Großen und Ganzen irgendwelche Schäden dran sind. Da habe ich ein bisschen zu viel vorgespult. Aber das Boot ist noch nicht beschädigt. Alles gut. Ja, das war gerade ein bisschen doof von mir. Da habe ich zu viel vorgespult. Weil ich den Harry noch wollte, dass der den Torpedo auf jeden Fall. Wasserbombe. Ja, komm, da kommen wir mal weg. Da kommen wir weg. So, wir brauchen aber mehr Gas, Freunde. Wir brauchen ein bisschen mehr Gas. Ist das Angriffsrohr unbeschädigt? Aber nur das eine, ne? Nur das Beobachtungsrohr ist, glaube ich, beschädigt. Ne, ist in beide intakt. Es ist nur die Brücke leicht beschädigt. Okay.
Sehr gut, da haben wir gerade echt richtig Glück gehabt. Die kennen da nichts. Die rammen uns einfach weg. Aber wir können die schon mal wegschicken. Aber, Freunde, ich würde jetzt sagen, machen wir mal so hier. Und einmal so. Und sehen, wie leicht zerstört unser U-Boot ist, beziehungsweise beschädigt ist. Wir drücken mal die Pause-Taste und ich würde sagen, Freunde, wir machen mal nächste Woche mit der Folge weiter, weil das wird sonst zu lang. Das wird noch richtig heftig. Ich will hier natürlich so viel wie möglich die Frachtschiffe versenken. Und das wird dann einfach zu intensiv, zu lang und das schaut sich dann logischerweise keiner an. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, Freunde, und dann sehen wir uns nächste Woche mit U-Boat wieder. Bis dahin, euer Adlerware. Macht's gut!